Liebe Briefwählerin, liebe Briefwähler, ich bin Frau Börner und beschreibe Ihnen nun, was Sie erhalten, wenn Sie Briefwahlunterlagen beantragen. In dem Umschlag befindet sich zum einen ein Merkblatt, ein Wahlschein, ein Stimmzettel, ein roter und ein blauer Umschlag. Das Merkblatt dient Ihnen nochmal zur Übersicht, da jeder Schritt nochmal einzeln beschrieben ist. Der Wahlschein, ganz wichtig, ist, dass er hier unten unterschrieben ist, da sonst Ihre Wahl ungültig ist. Dann ein grauer Stimmzettel, einen blauen Umschlag und einen roten Umschlag. Wenn dieser Wahlschein unterschrieben ist, legen Sie ihn zusammen und dieser kommt in den roten Umschlag. Der Stimmzettel, nachdem er ausgefüllt wurde, kommt in den blauen Umschlag. Der blaue Umschlag wird dann verschlossen und kommt dann auch in den roten Umschlag. Somit ist der rote Umschlag komplett und Sie können ihn schließen. Wenn Sie dann alles im roten Wahlbrief haben, können Sie es in den nächstgelegenen Briefkasten in Mutterstadt einschmeißen. Dabei können Sie beachten, das Porto ist schon dabei, das müssen Sie also nicht bezahlen. Oder Sie kommen ans Rathaus in Mutterstadt und werfen es in den Briefkasten oder direkt in die Wahlurne, die an der Information steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!